Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Podcast wieder. Wieder mit dem Nils, weil ist ganz lustig. Ja, hi. Ist ganz lustig, Leute. Ich starte ganz kurz noch den Timer. Sonst sind wir immer so, ja, so im Zeitdruck und alles. Oder haben ganz lässig, eher andersrum, eigentlich haben wir da immer mehr Zeit. Und heute sind wir wirklich im Zeitdruck, weil eigentlich wollten wir jetzt eigentlich so beide mal ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt früher, aber einfach mal pennen gehen oder so, ein paar Videos gucken. Aber dann ist uns aufgefallen, jo, wir haben keine Folge von morgen. Und bei mir ist immer ganz blöd, wenn ich dann tagsüber keine Zeit habe aufzunehmen, dann mache ich es erst abends, dann kommt die Folge erst irgendwann ganz spät, um 8, 9 Uhr oder noch später. Bei euch kam die Folge auch schon etwas später, wobei jetzt am Anfang, denke ich mal, noch nicht so wichtig ist. Ja, ich bin auf meinem Kopf wieder. Vielleicht könnte uns was eingefallen. Und jetzt hätte ich direkt mal eine Frage an den Nils, die ich noch schon davor gefragt habe. Ich flieg jetzt kurz die Web ab. Und hey, warum fehlt hier immer einfach mal das Gras? Machst du immer Rechtsklick mit deinem Katar? Nein, ich glaube es nicht. Ja, aber ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, da wir die heutige Folge nicht unbedingt so lang machen wollen wie letztes Mal 13 Minuten. Ich denke, wir machen so 13, 14 Minuten oder so, weil wir brauchen dann sowieso immer länger. Deswegen denke ich, ist das eine passende Zeit. Und das sieht wirklich sehr, sehr lustig aus. An meinem Screenshot von. Genau, wir hatten ich habe heute vor. Was habe ich noch vor? Genau, ich habe vor, diesen Versorgungsraum außenrum alles Iron Blocks zu machen. Ich weiß nicht warum. Okay. Angeltönt. Warum ist bei mir ein Skelett unten? Not enough. Ich mag irgendwie, ich mag irgendwie Iron Blocks. Deswegen mache ich sie einfach. Das ist der Grund. Ich habe nur 5 Iron da. Ist egal jetzt. Ist egal. Ja, auf jeden Fall mal, bei mir weiß ich nicht. Wir haben ja beim letzten Mal hier, bei mir jetzt müssen wir unter. Oh, und wir haben die nicht weiterlaufen lassen. Doch, haben wir. Okay, unsere Mischmaschine hat ein Problem gehabt. Aber YOLO, halb so wild, also ich bin mit der Maschine trotzdem nicht genug. Ich habe eher Angst um die Maschine. Wird zu viel produzieren. Mit der jetzt können wir erstmal hier unten hier. Zack, zack. Ich weiß jetzt nicht, mache ich hier die Decke, weil die hier noch haselig aussieht. Oder mache ich, was anderes, sprich, haben wir auch noch unseren Raum, sollen wir die auch mal anschmeißen? Die Zuckermaschine, nee, haben wir es nicht nötig. Ich schmeiße sie nur, wenn nötig ist. Ach ja, ist einfach so. Oder wir machen oben unsere Farm mal einfach weg, die unnötige, und bauen die ein bisschen wieder neu. Ich würde ganz gerne, warum ist hier ein Loch, Alter? Oh. Okay. Haben wir da Justin im Werk? Nein, kein Creeper Loch, einfach so ein Loch runter, bis zu meine Wohnung. I don't know. But I think it's. Ich weiß nicht, Alter, keine Ahnung. Ich sehe einfach nur so Holz, einfach mal. Das ist einfach die Decke von meinem Keller. Keine Ahnung, da fehlt halt Sand, das setze ich jetzt wieder hin. Ich will halt auch nicht immer nur bauen, weil es heißt ja zwar About Craft. Das habe ich auch letztes Mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es denn hier mitgekriegt hat. Aber das Projekt heißt ja About Craft. Eigentlich hat es gar nichts damit zu tun, was ich jetzt sag, aber wenn man es überlegt, baut für Bauprojekt und Craft für auch technischen Sinn für Craft. Das fand ich echt lustig. Letztes Mal. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit Board gemacht. Ja, wir haben jetzt auch die ganze Zeit Board gemacht. Ich würde ganz gerne mal bald wieder Craft machen oder irgendwas Funnisches einfach mal mit reinziehen, abgesehen von der Technik, die jetzt so oft immer passiert. Maschine will ich jetzt nicht reparieren, weil es immer so unproduktiv ist. Und bei uns ein Creeper im Keller! Ich sehe ihn von oben. Wir nehmen uns jetzt erstmal mehr Fackel mit. Alter, ich sehe ihn von hier oben, den Lausebob. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt jetzt so ganz passt. Aber ich hatte Lust, einfach das hier mit Iron Blocks auszukleiden. Sind es mir ausgegangen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich finde, passend tut es nicht so, aber ist mir jetzt egal. Ja, mit Ammo ausgerichtet. Ja, mit diesen Fackeln merkt man nie, wann es hell und wann es dunkel ist. Ach, wir haben schon einen Iron Block. Okay. Viel brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Egal. Egal. YOLO. Ja, sag ich gerade wirklich. Vielleicht ich können wir gleich mal den ersten Overclock haben bauen. Das wäre richtig geil. Ach, jetzt die Decke, ich mir diesmal gar nichts überlegt. Oder ich mache jetzt irgendeinen Blödsinn. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich einfach das nächste Mal irgendeinen Blödsinn oder so. So, sieht doch gut aus, Leute. Also mache ich dann noch was Produktives. Jetzt brauche ich ja Infinites. Was mache ich jetzt? Ach, nehme ich Holz wieder so im gemütlichen Sinn, weil Holz hat ja irgendwie sowas, was Gemütliches ausdrückt. Oder so ein eiskaltes Obsidian an der Decke.
das stimmt mit meiner Farm nicht. Da kommt die Leute, ich weiß, was ich mache. Leute. Denise hat mich auf eine richtig fette Idee gebracht. Und denk mal, für so eine kurze Zwischenfolge einfach mal zum Reinschieben. Ich meine, es kommen ja noch einige Folgen, die auch etwas anderes beinhalten, als hier einfach nur so. Chillig herumkurbeln. Soll jetzt vielleicht mal Milchhelme rauskommen? Auch Kolben? Auch das? So, gut, weil hier war jetzt nämlich ein Fehler drin, deswegen ist die Maschine auch richtig scheiße gelaufen. Nein, brauch ich nicht. So, welche Decke? Ach, du meinst die hier? Ja, nee, mach ich jetzt auch nicht. Ich hab mich für was anderes entschieden, weil ich... Ja, ist klar, dass du das sagst, aber ich finde es. Ja, ich passt nicht so. Ich glaube, ich mache da dann noch so eine Art holzige Atmosphäre. Aber. Ich guck mal, ob ich vielleicht bis nächstes Mal vielleicht auch einen Shader reinbekomme. Das finde ich echt geil, ja. Shader finde ich nämlich immer richtig geil. Ich finde es auch richtig cool, ich mag gar keine Probleme mit FPS kriegen. Weil bei so. Je mehr Technik hier reinkommt, desto schlimmer wird das. Und jetzt habe ich damit gar keine Probleme. So, ich möchte auch keine. Copper-Cable brauchen wir dafür. Oder wollte ich da? Ja, wir haben noch zwei da. Nice. Wir haben unseren ersten Overclocker gebaut. Echt? Cool. Nee, keine Ahnung. Ich mach das jetzt wahrscheinlich so. Also ich will mir in meinen also es soll ja auch eine Art Labor-Feature haben. Dann habe ich mir mal sowas richtig lustiges überlegt, in Anführungsstrichen lustig. Ich habe gedacht, hinter zu meiner Zuckerfarm. Der Weg ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Der ist einfach so, läuft da einfach so innen halt so ein Schlitz halt rein. Und ich dachte, das kann man viel, viel geiler gestalten, indem man so eine Eisenblocktür macht, einfach so als Labortür und die dann aufschieben lässt und diesen Raum da drin auch wirklich dann aus Eisen so ein bisschen gestaltet, so richtig labormäßig. Kev? Ja, nee. Direkt. Aber dafür bräuchte ich auch Quarz. Aber genau das gleiche, ich weiß nicht, ob die Kev kennt, aber genau das gleiche hat er auch bei seinem Ticket. Also hier Target Skyblock heißt ja bei ihm. Breit gemacht. Da es gibt hier gar kein Quarz. Nee, auf die gibt hier immer weiße Blöcke? Aus ja, Marble. Ah, Marble! Und ich habe immer gesagt, ich brauche kein Marble, Leute. Ich brauche kein Marble. Marble. Du hast doch bestimmt Marble für mich übrig, oder? Ja, ich habe nur eine Safe Chest eins. Hab ich nicht auch irgendwo eins? Oder? Warum ich in meiner Safe Chest ein Stein? Okay, so, ich brauche wieder Glowstone, damit ich hier schön ausleuchten kann unten. Au. Du kannst jetzt mal aufhören, mich zu hitten. Junge, du hast einen Schuss. Nee, ich hab mir mal was Lustiges für die nächste Folge eigentlich mal überlegt, ne? Was denn? Jetzt nicht direkt die nächste, aber... Indirekt die nächste. Indirekt meine ich, sprich, bauen eine, keine Mobfalle, wir bauen einen Raum. Was ein bisschen risky ist, vielleicht traust du dich darauf einzugehen. Der richtig gefährlich ist, also richtig dunkel und groß. Gehen wir einfach mit deinem Hammer in der Höhle aus. Und dann gehen wir damit, nicht unsere Rüstung und auch nicht unsere Ausrüstung, also Schwertern und so, gehen wir damit etwas schlechtere rein. Und kloppen da dran einfach mal ein paar Monster, wenn du darauf Bock hast, könnten wir das machen. Ja, warum nicht? Weil sonst bauen wir immer sowas und so, da denke ich auch mal so, jo, komm, da kann man auch mal irgendwas anderes machen. Ich hoffe, ich krieg das unten reingebaut und ich bin nicht der beste Künstler mit Redstone, da komme ich schon echt mehr auf Technik als auf Redstone. Weil Redstone ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Hallo, Leute. Oh, weißt du noch, was ich hier getrieben habe in der Einfolge? Mit dem Lava. Ey, brauchst du eine Map? Was? Brauchst du eine Karte? Wie kommst du jetzt darauf, Alter? Ich hab eine. Alter, muss ich wissen, woher, Mann? Nein. Die Leute machen das jetzt. Ich merke gerade, dass das falsch ist. Karte geschenkt. Alter, voll viel MT. Ich behalte dich. Ich merke gerade, dass es falsch ist. Ich hätte es ganz gerne breiter. Ganz ehrlich, ich reiße dafür hier die Tür auf. Noch höher, weil ich finde, das so eine 1x1-Tür. Sieht nicht so labormäßig aus.
So. Das sieht doch schon so schnieker aus. Warte, ich habe eine richtig geile Idee, wie das vielleicht auch gut aussehen könnte. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, jetzt mal, was euch verspricht. Vielleicht. Es sieht vielleicht gut aus, aber auch vielleicht sehr, sehr hässlich. Indirekt in das. Oh nee! Schon wieder was falsch gebaut. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin nicht der größte Redstone-Kenner. Eben wenn es um so Kolbendinge geht. Das kann das sein, dass wenn man einen Kolben abbaut, oder nicht einen Kleber. Ja, aber auf der Version ist es noch ein bisschen. Nee, es geht nicht darum. Es geht einfach nur darauf, dass ich darum, dass ich einfach ein bisschen so doof dazu bin. So, also ich finde, Leute, das sieht gut aus. Eben brauchen wir gar nicht, merke ich. Ja, was dagegen auszusetzen hat, ja, was soll er dagegen machen? Ich werde so lassen. So, wir befestigen das definitiv mit Covers. Kann man eigentlich auch komplette Steincovers machen? So, und ich hätte jetzt eigentlich nur. Oh Gott, die Folge ist bei 11 Minuten, Leute. Ihr meint eigentlich wirklich gar nichts produziert. Ich nenne die Folge einfach, zumal es mir noch einfällt, Zeitvertreib. Ich finde es auch, also ich finde persönlich das nicht, weil ich finde persönlich das wirklich nicht unbedingt hier, jede Folge 100% Action haben muss bei mir. Bei mir muss ich Folge weiß nicht, die Crystal Chest, Crystal, ja, die ist größer als die Diamant, ich weiß. Und die will ich eigentlich überall in meinem Haus platzieren. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Oh, Leute, ich habe hier so unnütze Zeug drin. Was ist das? So, dann bauen wir nämlich hier mal die Oldschool Chest ab. Nein! Und die Crystal Chest. Hä? Ich weiß noch nicht, was Future. Bin ich vom Server geflogen? Nein, bis jetzt nicht. Jetzt muss ich damit zu witzig. Yo, Leute, ich will nicht abkacken. Alles sieht, es ist ziemlich geil, finde ich immer. Leute, ich weiß gar nicht, ob meine Aufnahme noch läuft, aber anscheinend ist sie abgekackt. Ja, ich würde es ganz gerne noch zu Ende bringen. Okay. Ich denke, das machen wir einfach in der nächsten Folge halb so wild. Ich bin jetzt hier meine Folge der Needs, kann ich vielleicht noch weitermachen, weil ich möchte nicht, dass die Aufnahme jetzt hier komplett abbricht, nicht dann alles zusammen wieder schneiden muss, weil es wieder so viel Arbeit ist und unter der Woche habe ich darauf keinen Bock. Scheiße. Und, ich brauche Clay. Wir haben nicht viel erreicht, aber ich denke, wir haben mal Zeit, verzeihen wir den Tiefer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal eine positive Wertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Tschüss. So Leute, bei mir geht's noch ein bisschen weiter. Ich brauch Clay, Nein, bei mir ist abgekackt. Ich brauch Clay. Ja, Clay. So, das muss ich, soweit ich weiß, brennen. Dann kann ich auch Blumentöpfe draus machen. Gehen wir uns das Special Edition Ofen hier. Zack, zack, zack. Puck. So, jetzt erzählt ihr mal, wie ich in Nils Aufnahme hatte. Seht zwar nicht, aber ich schneide hier Nils Aufnahme, die Tondatei. Okay, gut, also Leute, bleib an. Nicht. Schade. Egal, wir haben YOLO-MC sozusagen. Ich mach jetzt nochmal einen Overclocker. Ich hatte das jetzt 85.000. Geil. Einen Overclocker schaffe ich noch. Und es ist auch wieder vorbei mit meiner Folge, glaube ich. Das heißt, glaube ich, es ist so. Nein, sag nicht, ich habe keine Copper-Cable mehr. Oh, ich habe kurz meinen Sound gemutet, damit der nächste mich hier nicht voll labert, weil ich mal was abhören musste. Eiskalt. So, und dann muss ich die Resin. Ich brauche. Für ein Stack brauche ich 6 Stacks Sticky Resin und 3 Stacks Copper. Da liege ich richtig, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. So. Jetzt brauche ich hier mal einen guten Furnace. Der muss mir jetzt erstmal hier das Dings brennen. Aber. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt bei mir. Ja. Oh, wir hatten hier sogar noch sehr viel Rubber. Nächstes Mal muss ich wirklich was produktiver was produktiver hinkriegen.
Naja, ich würde mal sagen, passiert. Tschüss und meine Dinge. So, Leute. Wir haben genau 6 Decks. Geil. Ja gut, Nils, das Lustige ist so, du, Leute, beim Nils ist es einfach so, ich fasse meine Folge jetzt heute mal ein bisschen kürzer, schon bei seinen 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange du so machen wolltest. Ich fand es bei mir jetzt 15:30 ungefähr. Ja gut, dann mache ich jetzt hier noch meinen Overclocker rein. Ich mache in jedem Ding, mache ich mal. Ich wollte meins auch fertig machen. 3. Gut, das heißt, ich habe einen Plan, die nächste Zeit. Overclocker hier, ihr wisst schon. Zum Overclocker in jede Maschine. Was? Dann habe ich hier 100.000 PSI. Hier weiß ich ganz genau. Ja, aber dir ist klar, Nils, nur um es mal dazu zu sagen. Ja. 100.000 PSI, du brauchst deine 2 Helmut, das Dach reicht nicht. Und wie viele Maschinen willst du damit betreiben? Also wie viele Maschinen? 2. Achso, nur 2 Maschinen. Also, das wird auch nicht, das sind die 2 Solarpanel da oben, die werden jetzt auch nicht einzeln bleiben. Ja, nee, weil bei mir, ich habe 7 Low auf dem Dach und die reichen nicht aus. Also wenn ich 4 auf einmal rein tue in zum Beispiel Mace Raider, dann, ja, aber 7 Low auf einen Mace Raider, das kann nicht. Wenn ich Mace Raider, wenn ich 4 Stück rein tue, das macht dann der Witz. Weil der wird zu viel Strom verbrauchen, bevor der neu dazu bringt, aber egal. Aber ich finde schade, so Zeitvertreib folgen. Zumal, dass man in einigen mehr erreichen könnte als in anderen. Aber ich meine, man kann nicht jede Folge voll Action backen. Und mach ich auch bei mir etwas den Sound für mich selber lauter. Ich hoffe, dass ich da nicht zu laut für den jetzt bin. Lolololololol. Ich habe einen hässlichen Bart jetzt, okay. Gut, ich will jetzt noch diese Dinger, tue sie unten in meinen Extractor rein und dann war's das für die Folge. Ja. Wir haben jetzt nicht sehr viel Produktives geschafft. Ja, aber. Ich habe einen Raum schöner gemacht, das war's. Und hab mit 2 Overclockers gebaut. Einer mehr von Flo-Performance-Ers, für das dass ich ihm ein Water Remaster geschenkt habe. Ja, eigentlich nicht dafür, aber halt allgemein, weil bei mir war der MFS, der war zu viel. Ich konnte ihn nicht verwerten. Hier, als mein MFSU, die gerade. Ja, weil es Nacht ist, produziert die gerade nichts. Und dann werde ich nächste Zeit mal wieder ein bisschen was an High Volt Solar Panel rangehen. Ich denke mal, in den nächsten 3 Folgen werde ich vielleicht eine schaffen. Ich habe einen kompletten Stream für 2 gebraucht. Naja, okay, gut. Das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eine positive Bewertung da oder sogar ein Abo. Wenn euch was nicht gefallen hat, lasst nicht sofort ein Dislike da, sondern hier in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat, damit wir uns verbessern können. Also bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, bis dann, tschüss.